Am 4. August 2020 brach im Hafen von Beirut ein Feuer in einer Lagerhalle aus, in der Ammoniumnitrat und Feuerwerkskörper gelagert waren. Die Feuerwehr stieß jedoch schnell an ihre Grenzen. Der Brand war riesig und machte ein komisches Geräusch, wie es hieß. Die erste Explosion detonierte Minuten später mit einer Kraft von 2,5 Tonnen TNT. Sekunden später gab es eine weitere Explosion und diese war viel, viel größer. Es bildete sich eine rot-orange Wolke, verursacht durch Stickstoffdioxid. Insgesamt kamen 218 Menschen ums Leben, 7000 wurden verletzt. Es entstand ein Sachschaden von 15 Milliarden Dollar. Die Explosion war so stark, dass sie im gesamten Libanon und Teilen Europas zu spüren war. Sie gilt als eine der stärksten nicht-nuklearen Explosionen der Geschichte. Leider gibt es nicht viel, was man dagegen tun kann, vor allem wenn sie so unerwartet kommt. Die beste Chance zu überleben besteht darin, möglichst weit weg zu sein und bei den ersten Anzeichen von Gefahr von allen Fenstern fernzubleiben. Es gibt unvorstellbar große Explosionen. Heute zeigen wir dir die gefährlichsten je mit der Kamera aufgenommenen Explosionen und verraten dir, was du wissen musst, um sie zu überleben. Die Explosion von Tschernobyl ist die größte Nuklearkatastrophe der Menschheit. Bis heute ist die Region wegen des radioaktiven Niederschlags kontaminiert. Die Kernschmelze und Explosionen zerstörten das Reaktorgebäude. Der Reaktorkern konnte so vom 26. April bis zum 4. Mai 1986 völlig frei ausbrennen. Dadurch wurden radioaktive Stoffe in der UdSSR und Europa freigesetzt. Dieser und andere Vorfälle schürten die Angst vor Kernschmelzen weltweit bis heute. Im Falle einer Kernschmelze ist es wichtig, die Umgebung zu evakuieren und sich aus den Sperrzonen fernzuhalten, um Strahlungen zu vermeiden. Am 4. März 2012 kam es in der Hauptstadt der Republik Kongo zu einer Reihe von Explosionen. Die Explosionen waren so stark, dass sie mehrere Kilometer weit über den Kongo-Fluss zu spüren waren und beschädigten Dächer und Fenster. Sie lösten in Brazzaville und Kinshasa Panik aus, da man davon ausging, es sei wieder Krieg ausgebrochen. Über 300 Menschen wurden getötet und 2500 verletzt. 121.000 Menschen verloren ihr Zuhause. Solltest du dich jemals in der Nähe einer solchen Explosion befinden, verschanz dich unbedingt in einem Gebäude. Bei einer Reihe von Explosionen im Norden Chinas kamen 2015 173 Menschen ums Leben. Hunderte wurden verletzt. Die ersten beiden Explosionen traten innerhalb von 33 Sekunden auf. Während der zweiten, viel stärkeren Explosion flogen etwa 800 Tonnen Ammoniumnitrat in die Luft. Ammoniumnitrat ist ein Bestandteil von Sprengstoff, der im Bergbau, in Steinbrüchen und im Bauwesen verwendet wird. Die durch die Explosionen verursachten Feuer brannten das ganze Wochenende über und verursachten 8 weitere Explosionen. Die Ursache war laut Untersuchungen ein überhitzter Behälter mit getrockneter Nitrocellulose. Tragischerweise waren unter den 173 Todesopfern 104 Feuerwehrleute. Die Explosionen bildeten einen großen Krater. Über 8000 Neuwagen, die in der Nähe geparkt waren, verbrannten. Es ist unmöglich, einer solchen Explosion zu entkommen, aber die Überlebenschancen sind höher, wenn man sich danach fernhält und nicht hineinsieht. Am Nachmittag des 7. März 2021 kam es zu 4 Explosionen in einer Militärkaserne in einem Stadtteil von Bata in Äquatorialguinea. Dabei wurden 107 Menschen getötet und mehr als 600 verletzt. Ein Unglück dieses Ausmaßes ist zwar nicht vorhersehbar, aber es lehrt uns, sich von Militäreinrichtungen oder Lagern, wo Sprengstoff deponiert wird, fernzuhalten. Die Zar-Bombe war die stärkste jemals gezündete Bombe und erzeugte die größte Explosion. Man beschrieb sie als ein nukleares Objekt mit praktisch unbegrenzter Leistung. Die Bombe wurde im staatlichen Testgelände Nummer 6 des Verteidigungsministeriums der UdSSR in 4000 Metern Höhe gezündet. Selbst ohne das Uran war die Explosion noch in mehr als 1000 Kilometer Entfernung zu sehen. In Norwegen, Grönland und Alaska stieg der Atompilz bis in eine Höhe von 67 Kilometer auf. Die Druckwelle umrundete die Erde 3-mal. Unser Tipp?
Auch wenn du von der Explosion einer Atombombe nicht direkt betroffen bist, solltest du dich so weit wie möglich entfernen. Der nukleare Fallout kann dich auch im Nachhinein schnell töten. Am 7. Oktober 2017 geriet ein Tankwagen an der Atomic Junction in Ghana in Brand. Das Feuer führte zu einer Explosion auf dem Gelände einer Flüssigerdgas-Tankstelle. Das Feuer griff auf ein benachbartes Gasdepot über. Mindestens 7 Menschen starben. 192 weitere wurden verletzt. Der Schaden wurde auf über $120.000 geschätzt. Der Trinity-Test war die erste jemals erfolgte Kernwaffenexplosion, die von der US-Armee im Rahmen des Manhattan-Projects durchgeführt wurde. Die Explosion ist weltberühmt und wird seither in den Medien gezeigt. Ab da wusste die Menschheit, wie tödlich Atomwaffen sein können. Am Morgen des 6. Dezember 1917 kollidierte die SS Mont Blanc nahe des kanadischen Halifax mit der SS Imo. Die Mont Blanc war voll mit Sprengstoff geladen und geriet in Brand, explodierte und zerstörte einen großen Teil der Stadt. Fast 1.800 Menschen wurden getötet und ca. 9.000 weitere verletzt. Fast jedes Gebäude im Umkreis von 800 Metern wurde vollständig zerstört. Die Druckwelle knickte Bäume um, verbog Eisenbahnschienen, zerstörte Gebäude, versenkte Schiffe und ließ einen Teil des Schiffs über Kilometer hinunterregnen. Als wäre das nicht schon schlimm genug, tötete ein durch die Explosion ausgelöster Tsunami auch noch einen Teil des Volkes der Mi'kmaq. Die Explosion war selbst in Cape Breton zu spüren, über 200 Kilometer entfernt. Die dadurch erzeugte weiße Rauchwolke stieg auf über 3600 Meter Höhe. Doch die Menschen rannten auf den Rauch zu. Um zu überleben, sollte man das jedoch tunlichst vermeiden. Wo es raucht, da ist meist auch Feuer. Und vor Feuer sollte man instinktiv wegrennen. Die Explosion der N-1-Trägerrakete ereignete sich am 3. Juli 1969 in der UdSSR. Die N-1 war eine superschwere Trägerrakete, die Lasten in den erdnahen Bereich befördern sollte. Der Flug der N-1-Rakete war jedoch recht kurz. Nach einem kurzen Lichtblitz konnte man Teile von der Rakete abfallen sehen. Die Triebwerke schalteten sich sofort ab, mit Ausnahme von einem. Dadurch neigte sie sich in einem 45-Grad-Winkel und fiel auf die Startrampe zurück. Die Rakete wurde so stark beschädigt, dass der Wiederaufbau 18 Monate dauerte. 2300 Tonnen Treibstoff verursachten eine so starke Explosion, dass Fenster im gesamten Gebäudekomplex zerbarsten und Trümmer bis zu 10 Kilometer weit flogen. Selbst über eine halbe Stunde nach dem Ereignis regnete unverbrannter Treibstoff vom Himmel. Die Explosion war selbst aus 35 Kilometer Entfernung sichtbar. Unfälle bei Raketenstart sind tragisch. Es ist wichtig, sich dabei von Fenstern fernzuhalten und in geschlossenen Räumen zu bleiben, um nicht von Trümmern getroffen zu werden. Explosionen sind beeindruckend, aber um eine Atomexplosion zu überleben, gehört viel mehr dazu, als sich nur von Fenstern fernzuhalten. Was sollte man tun, um so etwas zu überleben?